Ja, hallo Freunde. Willkommen zurück. Ich muss erstmal tief durchatmen, denn im letzten Part ist einiges passiert, ja. Unser Flammenwerfer-Typ, der uns helfen wollte, ja, ist brutal ermordet worden von einem Wendigo. Chris konnte sich allerdings noch retten durch die Hilfe von Ashley, da sie blitzartig reagiert hat und ihm die Tür aufgemacht hat, ja. Dann waren wir kurz davor, Emily umzubringen mit Mike, da Ashley einen Biss an Emily festgestellt hat. Und zwar einem Wendigo-Biss. Falls ihr euch noch erinnern könnt, wurde Emily in der Mine von einem Wendigo angegriffen und gebissen. So, wiederum sollten wir sie dann erschießen, weil alle Angst hatten, alle haben Panik geschoben und bla, dass sie sich jetzt auch in ein Wendigo verwandeln würde. Doch dann haben wir in dem Buch des Flammenwerfermanns gelesen, dass ein Biss einen nicht zum Wendigo werden lässt, sondern nur, wenn man Fleisch isst, ja? Also nur Fleisch eines Menschen isst, dann wird man zu einem Wendigo, sprich Kannibalismus. So, also, weiter geht's. Wir sind noch zu fünft, wenn ich rechnen kann. Josh ist hier gerade beim Psychologen. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Er scheint noch zu leben, da wir ihn hier noch gerade bei Dr. Hill am Start haben. Ich hoffe es jedenfalls mal. Nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht, während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Josh macht sich eben Vorwürfe an dem Tod von Hannah und Beth vor einem Jahr. Das hat er nicht verkraftet. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Oh, Warum damn. hast du sie verletzt? Es bist du selbst, den du verabscheust. Du hast es doch schon zugegeben. Sie haben mich verletzt. Was soll ich sonst darauf sagen? Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler. Und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Ja, also ich sehe es ein, nur Josh in der Situation nicht. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst. Oh Gott. Ich kann es auch nur hoffen. Ich will so viele Leute wie möglich hier am Leben erhalten. Jetzt nochmal ein Flashback. Hätte ich mir das ja eben auch alles ersparen können, was ich gesagt habe. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Nicht fliegen. Gott, was ist das? Ja! Oh Gott. Da. Seht doch mal den brutalen Kill. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Bitte. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Oh, der Arsch von Sam in dieser Hose, ey. Och. Ich bin bald zurück. Ständer-Time. So. Wir sind tatsächlich schon im Kapitel 9. Verzweiflung. 2 Stunden bis zum Morgen. Es war doch schon 5. Okay, 7 Uhr kommen sie dann erst. Na gut. Für mich wäre jetzt schon früher Morgen. 5 Uhr. 3. Das ist früher Morgen. So, wir sind jetzt hier im Sanatorium. Wir wollen den Schlüssel eigentlich für die Seilbahn zurückholen, um dann abzuhauen. Allerdings, wäre es nicht doch eine bessere Idee gewesen, im Keller zu warten, die 2 Stunden? Wäre wirklich was passiert? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder getrennt, beziehungsweise wollen uns die anderen retten. Aber es trennt sich doch wieder. Es teilt sich wieder so blöde auf, dass hier wieder einige, wohl hoffentlich nicht, aber sie laufen Gefahr, um ihr Leben zu kommen, ja? Was soll ich denn jetzt hier überhaupt? Was soll denn jetzt hier im Sanatorium machen? Wahrscheinlich werden die ihn irgendwie in die Minen geholt haben, aber doch nicht ins Sanatorium, diese Wendigos. Fucking shit, Mann. Fucking Jesus Christ.
Heilige Scheiße. Hm? Hat sich hier was verändert? Ja. Oh, nö. Sind wir da? Hier hat sich nichts verändert. Ich dachte eben, die Lampe wäre vorher noch nicht da gewesen. Aber gut. Was ist denn hier passiert? Irgendwie sind hier nur Sachen eingestürzt, so wie das aussieht. Und ja doch, hier ist was eingestürzt. Hier ist eine Treppe hoch. Okay. Vorher war die Wand zu. Soweit ich das in Erinnerung habe. Sonst wäre ich da als erstes hochgegangen. Obwohl, nee, vielleicht habe ich es auch übersehen, weil ich diesem Typen folgen wollte. Dem Flammenwerfer-Typ, wo ich ihn noch für eine Nachahmung von Jason und möchte gern Sam Fisher gehalten habe. Obwohl Sam Fisher bei weitem kein Killer ist, ich hätte es nur wegen der Optik gemeint. Zwischenzeitlich habe ich ihn auch für einen Minenarbeiter gehalten, aber das ist er anscheinend auch nicht. Es ist noch unbekannt, was er ist. Er ist ein Wendigo-Killer-Profi. So nennen wir ihn jetzt einfach mal. Oh, nee, das ist eine Waffe. Hallo. Ja, mach mal auf und dann hol dir aber bitte diese schicke Waffe da. Da haben wir noch eine Fackel. Munition liegt bereit. Alles bereit. Sehr gut, ja. Mistgabel und Pöbel. Ja, hat halt für alles gesorgt, unser Freund, der jetzt leider verstorben ist. Der Flammenwerfer-Typ. So. Fackel. Taschenlampe haben wir eigentlich. Hier brauchen wir eigentlich keine Fackel, aber... Ach gut, okay, doch. Die haben ja Angst vor Feuer. Also sind feuerempfindlich. Können wir das bestimmt hier öfters mal kombinieren. Muss yep. Reichen. Ich hoffe. So, aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich sehe hier, jetzt ist alles kaputt. Da ist eine Tür. Und hier geht's wohl nicht weiter. Okay, dann nehmen wir die goldene Mitte. Die einzige Tür, die hier aufgehen so scheint. Okay, da hinten ist auch noch eine Tür. Aber wir gehen durch die goldene Mitte. Wieder kaputt schießen, wie immer hier. Das ist, glaube ich, schon die dritte, das dritte Schloss, was ich aufschieße, mindestens. Wenn ich sogar das vierte. Boom, mal rauf den Shit. Cowboy-Style hier. Ah, da ist er, unser Freund. Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Tatsache. Er kennt uns noch. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ganz zutraulich, dieser Wolf. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blick. Wie er zuhört, voll nice. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Klar. Was soll ich besser sagen? So ist es brav. Okay, wir sind dann doch nicht ganz alleine. Wir haben jetzt einen Wolf an unserer Seite, den wir Gott sei Dank mit einem Knochen auf unsere Seite bringen konnten. Und da wir ihn nicht getreten haben, im früheren Verlauf, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es die Möglichkeit, ihn zu treten. Und ich bin nochmal zurückgegangen und habe ihm Knochen gegeben. Ich glaube, sonst hätte er uns tatsächlich angefallen jetzt in der Situation. Auf jeden Fall hätte er uns nicht geholfen. Er spürt die Gefahr. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Was? Wie kann das sein? Das ist doch ein Hebel. Muss doch hier rausgehen. Versuchen wir es. Da ist irgendwie eine Zellentür tatsächlich hier. Ja, komm. Bisschen abspecken. Finger in den Hals, bisschen auskotzen. Noch ein bisschen abnehmen, dann passt du durch. Oh, fast alle die Haare, Alter, die werden jetzt verbrannt. Voll unlogisch. Habt ihr gesehen, oben der Kopf? Ja, jetzt kommt hier gleich was, ne? Der will uns jetzt warnen. Oder Wolfi? Wolfi. Renn doch nicht so schnell vor. Hier, die Leute können immer irgendwie nicht rennen. Die können immer nur in Quicktime-Events rennen. Wenn man sie spielt, können die immer maximal, etwas schneller gehen als meine 90-jährige Oma. Rollstuhl. Ah, jetzt weiß ich auch das Tote. Oh, das war ein Kumpel von dir, wa? Scheiße. Den haben sie auch hingerichtet. Also doch nicht nur auf Jagd nach Menschen,
sondern auf der Jagd nach allem. Ach du Scheiße, bin ich da nur wieder reingeraten. Weiter geht's. Das wollen wir unserem Wolfi nicht antun hier. Was leuchtet denn da? Ich hoffe, da beißt mich jetzt nichts. Das ist wirklich ekelhaft. So, man kann sich das nur noch mehr angucken. Und ich sag gerade, das müssen wir unserem Wolfi nicht antun. Ich schaue mir das erstmal genauestens an mit der Fackel. Zack, 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 zack. Oh Gott, habt ihr da rechts gesehen? Da klettert gerade ein Wendigo die irgendwie das Geländer hoch. Jetzt hier weiter oder hoch oder... Mensch, Wolfi, wo rennst du denn hin? Du begibst dich noch in Gefahr. Er knurrt schon wieder. Irgendwas scheint da zu sein. Was ist denn da? Ist er hier an der Decke? Leuch doch mal an die Decke. Das war doch ein Menschenschrei. Auch, obwohl doch, die können ja Menschen imitieren. Statt ja eben den Buche irgendwie. Wahrscheinlich wird da gerade irgendwas. Hä? Nee, war nix. Das habe ich mit dem Fuß weggetreten. Soll ich denn da raufschießen? So Quatsch. Eine scheiß Ratte? Boah, ist der behaart, Alter. Hau ihm jetzt mit der Fackel über. Die können auch kein Feuer ab. Ja, obwohl. Das Feuer wird wahrscheinlich nicht reichen. Immer links. Links ist immer der richtige Weg. Es ist einfach so. Links ist immer der richtige Weg. Oh, wie geht die jetzt auf einmal aus? Aus dem Nichts. Das wurde nicht mal weniger. Die ist einfach gleich komplett ausgegangen. Und wo ist bitte unser Wolf? Haben wir den jetzt draußen gelassen? Fuck. Jetzt guck er doch nicht noch durch, Junge. Bist du schwul? Alter. Was für eine Schwuchtel. Und stirb. Beziehungsweise können sie ja nicht sterben durch Schüsse, aber wir können ihnen bestimmt ordentlich Schmerzen zufügen. Da ist doch unser Wolf. Nice. Was war das denn? Na, noch einer. Oh Gott, sieht der aus. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder stillhalten. Nicht bewegen, wird gleich wieder kommen. Die letzten Male sind wir ja in dem Nicht-Bewegen ganz gut abgeschnitten. Ich weiß nur nicht, was jetzt passieren wird. Oh. Das war ein etwas leichterer One. Oh ne, jetzt fällt die Flasche runter. Oh. Aber er riecht uns, er riecht uns, er spürt uns. Training Area. Jetzt komm, geh weiter. Wahrscheinlich frisst er gleich meinen armen Wolf auf. Gerade neue Freundschaft geschlossen. Ne, da ist er. Verdammt. Den können wir mit nach Hause nehmen, den Wolf. Wenn das hier alles geschafft ist, werden wir den Wolf mit nach Hause nehmen. Komm schon, du Arschgesicht. Wo steckst du? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit, was zum. Es sind Wendigos, Mike. Was? Ah, ist komplett die Szene, die wir im Totem gesehen haben. Da sahen wir nämlich Mike, ich habe sie nämlich an der Jacke erkannt und so eine dürre Hand, wo ich noch sagte, das wäre keine Menschenhand. Ja. Bastard, stirb. Hört diese Scheiße auf! Das ist die Szene. Und es war, glaube ich, ein Gefahrtotem oder was es auch immer war. Wenn er uns jetzt gepackt hätte. An mir ist genug Fall dran! Oh, oh nein! Das habe ich einmal nicht so ganz aufgepasst. Komm schon, schieß doch! Du kannst doch noch schießen, oder? Wow, holy fuck. Na gut. Und nach diesem Griff, Leute, geht's im nächsten Part weiter.